Hallo Freunde und ihr habt alle reingeguckt. Herzlich willkommen zu diesem erneuten Video. Heute habe ich euch schon angekündigt, im letzten Video geht es um meine Anzeige und alles drumherum, was es damit auf sich hat. Ich erzähle euch am besten einfach die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, was dann genau passiert ist, während das Ganze lief und wie das Ganze ausgegangen ist, denn, egal, ich sag's, aber ich komme darauf am Ende zu sprechen, wie das Ganze begann, oder erstmal, was die Anzeige überhaupt ist. Es war eine Anzeige wegen illegalem Waffenbesitz. Ich muss dazu sagen, ich habe aber allerdings nie eine illegale Waffe in meinem Besitz gehabt, deswegen ist das alles ein bisschen komische Story. Jedenfalls war ich damals im LS, da hatte ich noch meinen LS. Ich war im LS unterwegs und ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war einkaufen oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, mein Beifahrer auf dem Rückweg vom Einkaufen, wir waren dann wieder auf dem Weg zu mir, war mein Beifahrer am Handy und mir kam Polizei entgegen. Der LS war ein Rechtslenker und die Polizei ist davon nicht ausgegangen, hat mich dann rausgezogen, weil allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, letztens noch Software gespielt und meine AK liegt noch im Kofferraum. Allgemeine Verkehrskontrolle, ich muss jetzt Warndreieck und so eine Scheiße rausholen, aber meine AK liegt noch im Kofferraum. Das Ding ist, jetzt kommt's nämlich. Die AK war kaputt und auseinandergebaut. Aber sie lag noch im Kofferraum. Ich habe dann direkt gesagt, ey yo, ich habe da noch eine Software im Kofferraum liegen. Erschreckt euch bitte nicht. Aber die ist halt auch kaputt und auseinandergebaut. Ne? Ja, okay. Dann, das waren drei Polizisten, beziehungsweise zwei Polizisten und eine Polizistin, also eine Frau. Und die haben natürlich dann erstmal meinen Kofferraum durchsucht. Nachdem die Waffe gefunden haben, haben dann gesagt, yo, du darfst sie so nicht transportieren. So, ja, wie? Ja, muss sie in einem Waffenkoffer transportieren, ab 0,5 Joule. Okay, scheiße gelaufen. Aber da kann ich dann halt einfach irgendwo nichts zu sagen, weil, ja, ich muss sie halt anders transportieren. Meinen die zu mir, pass auf, das gibt, die Waffe wird erstmal konfisziert, dann wird überprüft, ob da was Illegales dran gemacht wurde und wenn nicht, dann gibt's Post von dem Bußgeldbescheid und du kriegst dann halt Bußgeld reingedrückt. Geil war das natürlich nicht. Vor allem zu der Zeit ging es mir finanziell auch ein bisschen scheiße, aber das ist eine andere Sache. Geil war es nicht, aber ich konnte es nicht ändern. Und ich wollte mir natürlich auch die Laune nicht vermiesen lassen. Deswegen habe ich, ja, ich habe schon gesagt, so, es tut mir leid und so, aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen Aufstand gemacht oder ein Gesicht verzogen oder sowas. Und jetzt kommt es nämlich, das ist nämlich so ein bisschen das, wo das Ganze sich gewendet hat, diese Polizistin. Das wurde mir dann am Ende nämlich im weiteren Verlauf noch berichtet. Diese Polizistin hat das nämlich, dass ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ich habe mich jetzt nicht drüber Schrott gelacht, dass, oder dass ich das lustig fand, dass sie da drin ist. Ich meine, ja, da schmunzelt man halt schon, weil es ist halt schon irgendwo ein bisschen nicht lustig, aber lächerlich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, jedenfalls, diese Polizistin fand das bestimmt so abfuck, dass ich da ein bisschen lachen musste. Oder was heißt lachen? Ich habe ja nicht mal gelacht. Ich habe einfach so ein bisschen, wie es so ist, wenn man jemand sagt, also, tja, ja, was soll ich machen so? Wisst ihr, da regt man sich dann nicht in erster Linie drüber auf, aber es ist halt so, einfach weil man sich die Laune nicht verwiesen möchte. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und die hat das anscheinend als Angriff gedeutet oder was weiß ich, was da ihr scheiß Problem war. Und so kam dann das eine bei dem anderen und ich hatte im Endeffekt eine Anzeige wegen illegalem Waffenbesitz am Hals. Ja, wegen der Software mit 1,8 Joule. Jetzt kurze Info, ab 7,5 ist es erst eine Waffe, für die man einen Waffenschein braucht. So, mir wurde vorgeworfen, ich habe keinen Waffenschein, die Waffe ist nicht legal. Ich habe dann gesagt, Digga, pass auf, das kann nicht sein. So, ich habe mir natürlich direkt einen Anwalt geholt. An dieser Stelle gehen Grüße raus an meinen Anwalt. Der hat mich dann nämlich aus der Scheiße richtig rausgeboxt. Sie haben mir gesagt, das wird eine Ordnungswidrigkeit wegen falschem Transport. Ordnungswidrigkeit und Anzeige sind zwei verschiedene Sachen. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch davon ausgegangen, dass es eine wird, bis ich halt diese Anzeige bekommen habe, also die Post da. Ja,
Sie hätten mir nach diesem falschen Transport Paragraph 12 im Waffenschutzgesetz vorwerfen können. Ich glaube, es war Paragraph 12, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte so eine Beilage dabei, also bei der Waffe selber. So einen Beipackzettel, den habe ich dann auch beim Anwalt eingereicht und alles drum und dran. Ich habe aber im Endeffekt was ganz anderes vorgeworfen bekommen, wo die keine Grundlage für hatten. Und ich bin dann auch zu diesen, es gibt ja diese Jugendhilfe, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch 20 und das ist das Jugendschutzgesetz noch, beziehungsweise Jugendstrafrecht. Und ich bin dann da hingegangen, habe dann mit ihr geredet, habe ihr die Situation erklärt, habe ihr auch gesagt, ey, es tut mir leid, so, ich wollte nicht, dass das passiert, aber ich sehe mich da jetzt halt auch, also ja, ich habe sie falsch transportiert, aber das, was mir vorgeworfen wurde, ist im Endeffekt was ganz anderes als das, was wirklich vorgefallen ist. Ja, die hat das dann auch alles so aufgenommen, hat dann auch gesagt, ja, pass auf, ich glaub dir das auch und so. Und am Dienstag hätte meine Gerichtsverhandlung sein sollen. Ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass sie am Dienstag sein wird. Ich habe aber am Montag, als ich das Video schon geschnitten hatte, Anruf bekommen von meinem Anwalt, yo, pass auf, die Anzeige wurde fallen gelassen. Ich so, wie, ein Tag vor der Gerichtsverhandlung, er so, ja. Letzte Woche habe ich da angerufen und die gefragt, ob die das wirklich durchziehen wollen und habe dann nochmal bei dem höheren Gericht nachgefragt, also bei uns dieses kleine Kackdorf, wo das dann gewesen wäre, so eine Stufe höher auf jeden Fall, hat er dann nachgefragt, ob die das wirklich durchziehen wollen. Die haben sich dann die ganze Sachlage angeguckt. Natürlich war bewusst zu dem Zeitpunkt, dass die Waffe defekt war, dass die Waffe auseinandergebaut war. Und natürlich hätten sie mir eine Strafe reindrücken können für den falschen Transport, aber dadurch, dass in der Schrift was ganz anderes drin stand, in der Post, die ich dann im Endeffekt bekommen hatte, ist das jetzt ein bisschen, naja, anders gelaufen. Und zwar hatte der dann gesagt, ja pass auf, die haben dann das höhere Gericht, sage ich jetzt mal, hat den Leuten dann gesagt, was ist das für eine Scheiße, so, was ist das für eine Grundlage, auf der ihr den da hops nehmen wollt. Ja, im Endeffekt wurde dann die Anzeige fallen gelassen. Allerdings bekomme ich die Waffe jetzt nicht zurück. Es ist einerseits scheiße, weil die hat schon Geld gekostet. Andererseits freut mich das, weil vor Gericht hätte das natürlich auch ganz anders ausgehen können. Vor allem, weil mir versichert wurde, dass diese Polizistin, die bei der Kontrolle vor Ort war, auf jeden Fall gegen mich aussagen möchte. Und als ich das auch gehört habe damals, da ist mir auch erstmal der Stift in die Hose gegangen. Also, wenn man sowas hört, da denkt man auch erstmal, ja, jetzt ist vorbei. Weil ich habe Vorfahren aus dem Osten, ne? Aus dem fernen Osten. Ja, ich sehe allerdings vielleicht, mag der ein oder andere sagen, aus wie ein Südländer oder ein Araber oder so, wenn ich meinen Bart halt wachsen lasse. Und das war halt zu dem Zeitpunkt auch so. Weil da habe ich den halt wachsen lassen, da war ich noch nicht beim Barber, weil ich den halt wachsen lassen wollte. Und wenn du dann so ein Typ bist, und ich meine, es ist kein Geheimnis, dass hier und da solche Leute ab und zu mal einfach benachteiligt werden, was sowas angeht, dann vor Gericht sitzt und eine Polizistin gegen ihn aussagt, Digga, wer hat dann gewonnen? So, Hand aufs Herz. Die Karten sahen halt scheiße für mich aus. Auch wenn ich immer der festen Überzeugung war, was sich jetzt auch am Ende bewahrheitet hat, dass das, was mir vorgeworfen wurde, nicht das ist, was wirklich passiert ist. Und mein Anwalt hat es geklärt. Und ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich da jetzt nicht vor Gericht gehen musste, weil ich sag's euch, wie es ist, ich hatte einen Stift in der Hose. Und zwar 2 Wochen vor diesem Termin, jeden einzelnen Tag, habe ich drüber nachgedacht. Und das Ding ist, man mag jetzt sagen, ja okay, aber du hast doch nichts zu befürchten. Ja, aber ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, was die Paragraphen waren, die mir vorgeworfen wurden und was der Anwalt mir gesagt hat und die Jugendhilfe und so. Und ja, ich hätte eine Geldstrafe bekommen können, aber, und das mag jetzt vielleicht wie übertrieben klingen für den ein oder anderen von euch, aber seid mal in so einer Situation, versetzt euch mal in Lage. So, es könnte bis zu 3 Jahren Haft hochgehen. Und wenn ihr das dann hört und die Hintergründe halt wisst, ich habe es jetzt euch versucht, so gut wie möglich zu erklären, aber ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen was vergessen, dadurch, dass das jetzt halt auch einfach, das war im Februar. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt schnell ging oder so, bis die Gerichtsverhandlung in Anführungszeichen, da sie jetzt nicht stattgefunden hat, durchgezogen wurde oder nicht, aber
es ist halt, da geht einem schon der Stift in die Hose, wenn man hört, dass das bis zu 3 Jahre Haft geben kann. Ja, ich hätte wahrscheinlich keine Haft befürchten müssen, dadurch, dass es halt einfach eine Software war. Trotzdem ist das nicht geil. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, was die Geldstrafe dazu wäre und wenn man ja noch bedenkt, dass ich studiere und tendenziell nicht so viel Patte habe, ist das schon ziemlich scheiße. Muss man halt einfach mal so sagen. Das Ende der Geschichte ist, ich bin da rausgekommen und ich bin auch fucking glücklich darüber, dass ich da rausgekommen bin. Mein Anwalt hat es einfach geklärt. Kann ich nichts anderes gegen sagen. Ja, im Endeffekt war das dann auch die Richterin, die dann gesagt hat, ey, wir lassen das nicht stattfinden. Aber hätte ich halt nicht den Anwalt gehabt, wäre das gar nicht erst so weit gekommen, dass sie das dann gesagt hätte. Dann hätte ich nämlich da vor Gericht gesessen und mich eingeschissen. Was ist das Ende aus der Geschichte? Denn aus jeder Real-Life-Story muss man ja auch ein bisschen was lernen. Das Ende der Geschichte, sucht euch einen Anwalt, wenn ihr Probleme habt. Mit diesen Worten würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und baut keine Scheiße.